Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch zurück bei Let's Play Pilot Wings 64, beim Re-Let's Play besser gesagt. Ja, im letzten Part haben wir uns ein bisschen an der Gyrocopter-Landung probiert und haben ziemlichen Mist wieder gebaut. Und ich kann das besser, davon bin ich überzeugt, doch... Ach, wisst ihr was, Leute, das hat mich so mitgenommen beim letzten Mal, dass ich das nicht geschafft habe. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Weil mich das so mitgenommen hat, wird's mal wieder Zeit, denke ich, für einen Entspannungspart. Heute auf Frosty Island. Der zweite Birdman-Modus, Leute. Seid gespannt. Denn auch Frosty Island ist eine wahre Oase der Ruhe und Entspannung. Und wer könnte das besser angehen als Kiwi? Ja, hallo Kiwi. Wir fliegen nun mit dem Birdman über Frosty Island. Da, 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 da. Und zwar haben wir Frosty Island Sonic, Frosty Island beim Sternenhimmel, Frosty Island beim Schneefall und Frosty Island Sonic Teil 2. Es gibt also leider kein Abendrot, aber das brauchen wir gar nicht. Wir werden die einzelnen Karten mal durchgehen und ich würde mal sagen, wir starten zunächst einmal beim Schneefall. Denn schaut mal, was für Freunde uns hier unten begrüßen wollen. Die Familie Wahl, wie sie hier ganz entspannt über dieses wunderbare Polarmeer schwimmt. Ist das nicht einfach wundervoll, diese Familie beim Planschen zu beobachten? Ihr zuzuwinken, ihr zuzurufen, hallo Familie Wahl, wie geht es euch heute Abend? Wie findet ihr das Wetter auf Frosty Island? Euch macht das doch bestimmt nichts aus, oder? Mir macht es persönlich sehr viel Spaß, euch hinterher zu flattern, euch beim Treiben zuzusehen. Ja, auch sie lassen ganz ohne Birdman einfach die Seele baumeln, entspannen sich bei einem netten Familienausflug. Das sollte sich Kiwi natürlich zum Vorbild nehmen. Kiwi, flattere los und erkunde doch mal Frosty Island für uns. Was hat diese Insel zu bieten? Was kann Frosty Island einem jungen Mädchen wie Kiwi wohl so alles bieten? Zunächst einmal betrachten wir diese wundervolle Gletscherlandschaft. Da hinten, die Landebahn für den Gyrocopter. Hawk ist hier sicherlich auch irgendwo und bereitet sich langsam auf den nächsten Start vor. Da hinten die Bohrinsel mit dem grellen Feuer, das da aus dem Schornstein herauskommt. Fliegen wir einmal hin. Beobachten wir das ganze Treiben doch einmal. Hallo Bohrinsel-Mitarbeiter, wie geht es euch? Hier am Feuer kann man sich richtig schön aufwärmen. Man muss hier nicht frieren. Auch auf Frosty Island gibt es mehr als genug Möglichkeiten, sich aufzuwärmen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, sich zu entspannen. Denn Entspannung soll natürlich auch auf Frosty Island an ganz vorderster Stelle stehen. Hier haben wir ein weiteres Industriegebiet mit seinen vielen, vielen Kränen und seinen vielen, vielen Schornsteinen. Doch, wir flattern einmal weiter. Denn Frosty Island hat ja noch mehr zu bieten. Frosty Island ist eine wunderbare Insel. Eine wunderbare Insel voller netter Bewohner, die sich keinen schöneren Ort zum Leben vorstellen könnten. Und so muss das sein. Hier kommt ein gewisses Gefühl von Heimat auf. Hier haben wir ein weiteres Dorf. Mit vielen Parkplätzen für Besucher. Seht euch das einmal an, das ist doch wunderschön. Für Touristen ist hier gesorgt. Und so setzen wir doch einmal zur Landung an und sehen uns dieses wunderbare Fachwerkhaus doch mal genauer an. Fachwerkhäuser sieht man heute selten. Aber hier auf Frosty Island sind sie noch existent. Hier sehen wir noch viele, viele Tannenbäume.
die hier aufgestellt wurden. Ja, Leute, auf Frosty Island, da ist jeden Tag Weihnachten. Jeden Tag weiße Weihnachten, wohlgemerkt. Und so flattern wir einmal in das nächste Dorf von Frosty Island. Ein wunderschönes Dorf. Richtig malerisch. Richtig weihnachtlich. Setzen wir noch einmal zur Landung an und begutachten diese wunderschöne Umgebung noch einmal. Weitere Fachwerkhäuser, Tannenbäume und diese wunderbar herrlich lange Straße. Heute Abend ist niemand unterwegs hier. Alle Bewohner haben sich bereits in ihre Häuser zurückgezogen und genießen den Abend, genießen ihre Ruhe. Die haben sie sich auch wirklich verdient. Seht euch doch mal diese wunderschönen Häuser an. Sind sie nicht einfach toll? Ist das nicht einfach ein malerisches Dorf? Hier kann man seinen Aufenthalt doch wirklich genießen. Hier kann man sich immer wieder niederlassen. Weihnachtsfeeling, dafür ist hier gesorgt. Doch, nicht nur die netten Fachwerkhäuser sind hier. Wir haben natürlich noch eine weitere Sehenswürdigkeit in diesem wunderschönen Dorf. Und die größte Sehenswürdigkeit von allen, die zeige ich euch jetzt mal. Nämlich das wunderbare Schloss von Frosty Island. Ja. Mit seiner wunderbaren Glocke. Hört doch einmal dieses schön entspannende Glockenspiel an. Ich halte mal kurz inne, damit ihr es genießen könnt. Das ist doch wirklich traumhaft. Im Schneefall dieser wunderbaren Melodie zu lauschen. Einfach toll, oder? Sagt, findet ihr das nicht auch wunderschön? Ist es nicht das, wonach wir alle gestrebt haben? Nachdem wir wussten, heute wird wieder ein Birdman-Part stattfinden bei diesem Let's Play? Nein, das Ganze ist viel mehr als ein Let's Play. Das Ganze soll euch zu eurer inneren Mitte verhelfen. Ihr sollt eure innere Mitte finden, euch einfach zurücklehnen und entspannen und einfach die Seele baumeln lassen. Das ist es, wozu dieser Part da ist. Eine weitere Sehenswürdigkeit sehen wir hier links, ein wunderschöner Turm. Und dort hinten, schaut einmal, eine weitere Bohrinsel. Von der können wir doch auch mal ruhig ein Foto machen. Wunderbar, Kiwi. Das hast du wirklich toll gemacht. Doch, noch sind wir mit unserer Erkundungstour nicht ganz fertig. Doch ich würde einmal sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal im sonnigen Teil von Frosty Island an. So wechseln wir auf Sonic Teil 2. Ja. Heute ist der Himmel schon etwas klarer. Heute soll kein Schnee fallen. Das heißt, bei wunderbarem Sonnenschein, bei diesem herrlichen Wetter, können wir noch weitere Sehenswürdigkeiten von Frosty Island erkunden. Von dieser malerischen Gegend. Hier ist nicht nur das ganze Jahr über Winter, sondern wie gesagt auch das ganze Jahr über Weihnachten. Das Familienfest schlechthin. Und so haben sich auch Familie Wahl wieder einmal zu einem Ausflug begeben. Zu einem weihnachtlichen Ausflug. Der Familienzusammenhalt bei Familie Wahl, der wird wirklich groß geschrieben. Und so sollte es auch sein, Leute. Hallo Familie Wahl, ich schieße mal ein Foto von euch. Ah, ja, wunderschön. So muss das sein. Vorsicht, Familie Wahl. Dort hinten sind japanische Schiffe. Nicht, dass die euch etwas antun. Das wollen wir ja nicht. Nein, haha, das war natürlich nur ein Spaß. Ihr könnt ganz in Ruhe weiterplanschen. Seht einmal, unsere Freunde Goose war da eben kurz zu sehen mit dem Hanglider.
Hallo, meine lieben Pilotwings-Kollegen. Ihr genießt das Wetter genauso sehr wie ich, oder? Das ist doch wunderbar, euch hier anzutreffen. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Das ist doch wirklich schön. Da oben fliegen sie wieder. Auch sie wissen, wie man diese Insel am besten erkundet. Doch noch sind wir nicht fertig, wie gesagt, mit unserer Erkundungstour. Schaut einmal dort hinten. Die Wasserfälle von Frosty Island. Die sind natürlich nicht zugefroren. Nein. Für das beruhigende Plätschern des Wassers, da ist für gesorgt. Frosty Island hat eine Menge zu bieten. Ich habe doch wirklich nicht zu viel versprochen. Ein weiterer Landepunkt für unseren guten Rocket Belt. Wer hier fliegen will, wer hier hoch hinaus will, der ist auf Frosty Island wirklich richtig. Und so sehen wir uns die weiteren Gletscher an. Wir fliegen einmal ganz nach oben. Was erwartet uns denn dort? Seht einmal, das muss der Gletscher sein, wo einst die ganzen Ringe lagen, die wir in der A-Lizenz eingesammelt haben. Hier herunter hat uns unser Weg geführt. Und dort hinten war dann die Landezone. Ihr seht also, wenn man sich das Ganze nochmal in Ruhe erkunden kann, nochmal in Ruhe ansehen kann, dann ist das doch alles sehr, sehr viel schöner. Unsere alten Missionsziele. Und wir sind ja noch nicht vorbei. Bei Frosty Island gibt es noch viel, viel zu tun. Wir haben noch längst nicht alles gesehen von dieser Insel. Doch das wird uns die B-Lizenz und auch die Pilotenlizenz noch zeigen. Okay, Leute. Das soll es dann aber von meiner kleinen Erkundungstour über Frosty Island gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nun schön entspannt. Genauso entspannt wie Kiwi, die nun noch einmal zur Landung ansetzen wird. Auf dieser kleinen Insel, auf der es sicherlich auch viele, viele schöne Sachen gibt. Wir setzen noch einmal zur Landung an. Also dann, Kiwi, verabschiede dich von den Zuschauern. Tiefenentspannt sagt Kiwi euch Servus. Bis zum nächsten Mal. Ach, Kiwi, du dummes Stück. Du bist doch zu nichts zu gebrauchen. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.